drei Finger. 3900, das heißt, dass wir 7800 kriegen. Machen wir eine Mission in der Flottille oder in der nächsten Flottille weiterreisen? Machen wir in der nächste. Weil die haben hier schon ein Drittel kaputt gemacht. Sind dann nämlich 7000 noch was Bonus Credits. Na, wo bleibst du denn? Ja, sorry, ich muss das mal akzeptieren. So. Wir können in der 4 oder wir können warten. Worauf? Das ist eine andere. Die 4 hat gerade gar nichts. Ich weiß nicht, kannst du mal gucken? Ich hab nur die 4. Und die hat gerade gar keiner. Man kann mal reingehen. Und hoffen, dass doch ein paar Truppen unterwegs sind. Eine Bodentruppe haben wir. Aber wenn wir hier anfangen, kann es passieren, dass wir im Verlauf noch ein paar kriegen. Ah, naja, dann machen wir das doch. Machen wir mal. Warte auf. Achso. Ich lade dich nochmal ein. Er wartet nämlich auf alle Mitglieder zu, bezüglich Rückkehr zur Flotte. Ja. Warte darauf, dass alle Mitglieder zur Flottille zurückkehren, bevor die Mission gestartet wird. Was will der? Starte du mal die Mission. Kann ich nicht, nur hast du die Gruppe die Mission starten. Dann hoste du mal. Deine Möhre ist zwar scheiße, aber ist trotzdem egal. Willst du dich jetzt auch noch beschweren? Dass ich eine lahme Krücke habe. Und jetzt probier mal. Ja. Du fliegst, ich bin ganz beschissener Pilot. Du musst bloß aufpassen, die Möhre ist lahm wie Sau. Ist ja egal. Das meiste, was wir mit dem Schiff hier machen, ist das. Den Satelliten rumkommen. Und dafür reicht die Möhre noch. Orders from Little Duck. Tow uplink satellite to within broadcast range of the Murex. Defend uplink satellite. Wer ballert hier wie ein Bekloppter? Ich. Und zwar auf die hinter uns, die da suchen uns ans Leder zu gehen. Da. Ich habe unter dem Eingangsdings Kapselbums geparkt. Ich hab schon gemerkt. Damit die schrottischen Dinger alle ein bisschen länger brauchen. Diese einparken können.
und prompt der erste Tote. Ja, weißt du, wie das Löwen. Wobei, nee, jetzt wird der Mesa wahrscheinlich einfach alles mitnehmen und fertig. War aber nur das blöde Tier. War nur der Moa, der angefallen hat. Killcode uploaded. Energy fluctuations detected. Codes appear to be working. Gut, ich sehe schon die Geschwindigkeit. Ey, nee, scheinbar. Scheiße. Kommen überhaupt noch Killcodes rein? Sentience attacking critical systems. Respond immediately. Der Bodentruppe hat gerade mal in Dings erlegt. Scheiße. Ey, die sind am zweiten. Der Bodentruppe. Zwei Bodentruppen? Wahrscheinlich. Also eventuell kommen jetzt so langsam welche. Ja, weil viele die Strategie verfolgen, hier die ganzen Bonuskredits mitzunehmen. Das sind nämlich hier, da kannst du nämlich maximal 10.000 extra machen. Aber für die 10.000, die blockieren ab 5.000 Punkten. Das heißt, wenn du 5.000 Missionen machst, kriegst du bis 5.000 kriegst du das Doppelte an Punkten extra, wenn die den Flotte besiegen. So. Ich habe wieder einen im Antrieb. Warum meinst du das denn nicht? All systems restored. Arquin slingshot loaded. Tenno in the barrel. Geil, einer ist nutzlos. Ich park wieder unten runter. Ja, mach das. So. Schiff geparkt. Dropping Tenno out of airlock. Sentience on board. Spray for bugs. Ah. Oh, ja.
Schiff ist zumindest momentan nicht in Gefahr. Er bewegt sich nämlich nicht. Ach, verdammt. Verdammt, jetzt hat er dämlich im Hoher der Hälfte meiner Pfeile öffnet. Dann schießt er halt Disco-Kugeln. Das Schlimme an den Gegenden hier ist, Disco-Kugeln, die fliegen, dass die hier so ganz beschissen sind, weil die kommen nicht zurück, die Wände sind blöd. Macht nichts, die sollen ja nur ein bisschen auf den Gegner halten. Oh, da kommt eine Gruppe, da lohnt sich doch. Das ist das Falsche. Einer spielt im Weltraum das erste Mal. So. Ja, da. Lies mal den Text, der hat da im Flottenchat geschrieben. Ah, hab ich gesehen. Eine Disco-Kugel nimmt aber trotzdem ein paar von den Viechern raus. Dann möchte das sein, wenn meine Mirage nur auf Schaden gebaut ist, dass die Pill was macht. Ja. Aber das ist ein schöner offener Platz. Perfekt für eine Mesa. Eigentlich. Ich denke, ich werde aber mir auf jeden Fall noch den Antrieb dann auch irgendwann holen, weil die Mesa, die Mirage, die schluckt da ordentlich in der. Auf 84.000. So eine Punkte, damit der Antrieb vollständig laufen kann. Die sind schnell geholt. Jetzt hätte ich mich beinahe wieder selbstzeitig. Sind ja 9.000, wenn du die Bonus-Credits mit reinziehst. Sind das ja hier ungefähr 9 bis 10.000. Vielleicht wäre es dann mal so eine Weltraummission mit dem Necros spielen. Was aber hier auffällt an diesem gerade, weil es halt hier, was man hier halt merkt,
weil die Sachen, weil wenn ich so Videos sehe, was ist gut und schlecht an welche Frames, wenn da gesagt wird, ja, Mesa, die Disco-Kugel ist nicht so wirklich hilfreich, dann muss ich sagen, gerade was hier auffällt, die ist schön extrem hilfreich, die musst du nur vernünftig einsetzen. Ja, viele davon nehmen halt, viele dieser Leute, die da sagen, ja, ist gut, ist nicht so gut, nehmen halt die Metaframes. Nova ist schon lange kein Metaframe mehr. Was für Meta, was? Meta, also die am besten abschneiden. Und Nova ist halt schon lange nicht mehr in der Gruppe, die hier oft am besten abschneiden. Ja, es kommt halt auch ein bisschen auf die Spielweise und das Bild an, ne? Und ein bisschen auf die Gegner. Ha. Weil zum Beispiel diese, habe ich das ja vorhin an diesen ganzen Viechern gemerkt, die 110er, 140er Grenier, die sind mit diesen 6 Pfeilen da umgefallen, die Pappkameraden, die wären diese ganzen anderen Viecher, die haben sich da halt angepasst. Mhm. Ich gehe schon mal wieder an, wie er geladen sitzt. Ja, wie das. Aber da wird wieder jemand im Antrieb sitzen. Und wir haben Besucher an der Backe. Ich dachte, die sah am Anfang so aus, als wären die vorbeigeflogen. Ja, die sind ganz knapp dran vorbeigeschraubt an unserem Schiffchen. Ja, sind sie dran. Was? Ich habe eine Rakete mal mit dem Bogen geschossen, das ist halt umgefallen. Bei den 6 Pfeilen können die nicht widerstehen. Wieder unten drunter gepackt. Da fällt mir ein, ich muss dann auch unbedingt mal meinen Dingsbums vormachen. Mein Catch Moon. Es hackt. Nee, sentient. Das ist es ja, was gehackt hat.
Er hat tatsächlich so ein kleiner Sentien gedacht, er kann sich von hinten einschleichen. Auch noch. Und nur noch zwei Pfeile. War nicht schön. Dann lass doch deine umwerfende Persönlichkeit spielen. Mach ich doch schön. Es war aber so ein nerviger, der dann so durchsichtig wird, wenn es dann auf dem Mal das machst. Dann bezahlt ihm doch einen Oberräder. Dafür hast du ja einen Oberräder. Ich sehe hier keine Disco-Kugel. Ach, da fliegt doch einer. Ja, ich habe die versucht gegen der Ecke zu werfen. Da hoffen sie sich auch immer. Oh, da wird schon weil wenn die Disco-Kugeln hier rumschicken, dann schicken wir auch Disco-Kugeln. Ach, da kommen sie jetzt. Wie gesagt, ich nehme dann mal einen Dingspunkt mit, dann sollte ich sich gegenseitig bekämpfen. Voilà. Jetzt hat es mich erwischt. Lebt dich selber wieder. Du darfst es doch noch 4 haben. Ich hab 6, ja. Ah, so. Ich habe mich in letzter Zeit erstmal das hochgemacht, was ich wirklich gebraucht, also wo ich schon weit war. Jetzt hab ich keine Energie mehr. Statt erst in der Furie in Antrieb investieren. Ja. Vor allen Dingen bei dem Antrieb, was sind die Bedingungen, dass du hier quasi Energie kriegst? Einfach Energiekugeln sammeln. Da also. Hast du 6. Da hast du, wenn du eine Energiekugel sammelst, 6% Chance auf extra Energie, wenn es voll ist. Also. Ich glaube 150 extra Energie. Jetzt ist wieder keiner am Boden oder wie? Ah ne, die haben noch Besuch. Oh, wir haben Besucher. Dann verscheuchen wir die doch mal. Ach, guck mal, hier schweben sie doch. Nicht nur. Auch Grenier waren. Auch Grenier waren einfach. Ich hab's schon mitgekriegt. Oh,
fast 5, ne, ob das Ding fertig wird. Na, du dumme Drecksau, auf uns wird nicht geschossen. Ah ja, 110 Inhärenzen, das ist schön. Splinters incoming. Prepare to repel sentience. Was hat denn der Splinter? Vor uns. Jetzt hören wir uns. Ah, ich sehe ihn. In dieser Ecke da kannst du eh nicht zielen. Na toll. Habt ihr hier eine Besuchserlaubnis, ihr Pisser? Da fragst du noch. Ich hab aber erwischt. Ich hab nämlich keine Zeit gefunden. Lasst ihr euch alle von den Dingern abmehren, ja. Ah, oh, verdammt, jetzt hat's mich erwischt. Dass ich zu einer vernünftigen Waffe wechseln wollte. Erstmal wieder alle aufheben hier. In die Richtung drehen. Eine UI ist kaputt gegangen. Ach so? Ja, ich sehe nur A und B auf der UI. Oh, jetzt reagiert er. Legen wir mal noch ein paar Fallen hin. Wunderbar, ihn hat es erwischt. Gut, ich habe mal ihn mit meiner Sprengfalle erwischt. Aber hier kannst du auch relativ viel für ein Konto mitnehmen. Für ein Dingsbums hier, für Onko mitnehmen. Ah, schön. Boah, Riesengolem. Ja. Ah, wir haben Besuch. Ja,
gerade noch keine Zeit, denn... Aber hier ist meine Kugel praktisch. Ey, er ist gleich zweimal in meine Kugel, in meine Falle reingerannt. Ach, du hast noch 12 Raketen zu verschießen. Ich brauche ja auch keine verschießen. Ich brauche ja eigentlich nur diesen komischen Satelliten von A nach B zu bringen. Und dann das Schiff parken. Ja, ja, wir kriegen Kleppistur. Steigen wir. Nehmen wir mal das Ding. Besucher sind uns vorbeigeflogen. Hello, disembarking. So. Ein bisschen quer geparkt. In der Hoffnung, dass er nicht gleich reinkommt. Wir können hier morgen nicht mehr schaden. Halt, das war die falsche Richtung. Oder? Das war die richtige Richtung, ich bin auf der falschen Seite. Ja. Boing. Aber das Grenierlandungsschiff hängt. Das ist schön. Ja, meine UI ist kaputt. Ich krieg keine angezeigt. Ein Fortschritt nicht angezeigt. Wir sind bei 4. Also der Hälfte ist geschafft. 7. Es läuft relativ gut auf der 8 zu. Ah, dann haben wir einige Bodentruppen. Aber immer noch zu wenig Weltraum. Weil wir haben insgesamt jetzt erst 9. Wir haben nämlich insgesamt jetzt 9 oder 10 immer. Ja, 10. 9 sind durchgelaufen durch den Chat. Ja, für das Ding werden wir wahrscheinlich kein Bonus kriegen. Beziehungsweise können wir mal kurz schauen, wie hier rumrennen mittlerweile. Ah, 10. Ja, wir haben das 10. erledigt.
Aber ich denke mal, mittlerweile sind es 3 oder 4 Gruppen, die Raumschiffe machen. 5 Boden, 2 Weltraum. Ja. So. Wechseln wir oder machen wir noch eine Weltraummission? Ja. Mir ist das egal. Ich gehe jetzt erstmal handeln. Ich gehe jetzt erstmal Dingsbumsen hier. Meinen Catch Moon weiter aufbessern. So. Aktion, Forma. Ausstattung, Arsenal. Bessern. So. So. Ich würde sagen, wir machen noch eine hier mit in der Flotte. Ah, gut. Sehe ich wieder Host. Ah. Ja. Ja, dein Schiff. Deine Möhre. Ja, hey, nicht beschweren. Die Titanic hat uns gut um den Eisberg herumgebracht. Mit so schlimm ist das Schiff nur eine. Hoffen wir, dass mehr dass langsam Bodentruppen dazukommen. Wenn die sehen, dass hier schon angefangen ist. Bodentruppen und Weltraumtruppen, damit es hier ein bisschen vorwärts geht. Ja, ja, schade, wenn man den Bundes nicht fliegen kann. Ja. Ah, Schnauze da. Meine UI ist immer noch kaputt. Ich sehe nicht, was ihr macht. Uninteressant, ich habe nur auf ein paar Verfolger geschossen. Wir haben Besucher. Gleich nicht mehr. So. Hey, Level 2. Nur für rumtragen. Was hat's eigentlich mit dem Riesengolem da auf sich? Irgendeine Sonderfähigkeit vom Atlas oder wie? Atlas 4. Möglicherweise mit Dingsbums hier. In Kombination mit einem Augment. Wurde in Golem statt zu ihm kriegst oder so. Ja, stehen wir günstig, machen wir mal ein paar Fallen. Ist gut, Ball. Hast du wenigstens schon den ersten Anzug gekauft? Was den ersten? Hast du wenigstens schon den ersten Arcana Antrieb gekauft? Nee, ich habe jetzt erstmal Giftball gemacht. Das ist eines, was es war fast voll, das hat perfekt gepasst. Jetzt kommen die anderen. Das heißt, jetzt läuft. Hey, am anderen Ende vom Raum hab ich ihn erwischt. Das ist sinnvoll. Ja, ich hab's nur gerade gesehen, da ist meine Kugel da hinten, wo du gerade hingeschossen hattest.
umgeflogen. Ja, hat es dort irgendwas erwischt. Aber hier kannst du ihn wunderbar vertikal machen, weißt du das? Oh. Da ist hier nämlich eine Decke. Ah, ich hab's grad. Das ist schön. Ich habe aber gerade wieder da hinten was erwischt. Oh, jetzt mein Doppelgänger, Alter. Geronimo ab ans Geschütz. Wir haben Besucher. Das hier wird sich gar keiner anpassen. Überhaupt dieser eine hier, der Nahkampfschaden zusätzlich gibt, ist der stackbar? Also ja, der hat Einfluss auf der, das ist quasi ein freier Druck, ein gratis Druckpunkt. Also ich meine, wenn es also stackt der hier quasi der Waffe. Ja, natürlich. Oh. Das ist heftig, wenn du da gleich viermal Crit, vier oder fünfmal Crit mit der Mirage machst. Ja. Ach, wir haben Besuch. Hector. So, steigt aus. Suchen Ausgang. Eingang. Ja, mach das. Das ist ein rotes Sip. Ding. Und Gara sendet Killcode. Hey. Ja, ist schön mal. Aber ich meine, der Mesa räumt ja eh alles weg. Von daher. Killcode insertion has resulted in Murek's cognitive degradation. Continued applications will result in Murek's retreating. Man, die offenen sind ein bisschen beschissen für dich. Über dir hast du eine Decke. Ja, die Decken hier sind scheiße, das sind so hässliche Rundungen. Davon abgesehen fliegt meine Kugel gerade gut. In der Region, wo ich hinschieße, da sind die Viecher in der Regel. Na dann ist er gut. Hey, ja, die Kugel räumt ordentlich ab. Ich habe schon 20 im Machtrausch. Ah, wir sind schon bei 8 von 9. Ah. Ah, jetzt könnten die aus dem ersten und zweiten Relais langsam hierher kommen. Ach, weil sie jetzt hier langsam erstes, zweites fertig haben, oder wie? Ja. Was sind die Leute?
Und die Leute bewegen sich ja halt möglicherweise schon zu den Angefangenen, wo sie Chancen haben, noch Bonuskredite zu kriegen. Ach verdammt, jetzt ist mein Frame bug. Ich kann nicht mehr zurückwechseln. Ich hänge in der Luft. Gegner, wo seid ihr? Ihr müsst mich mal umbringen. Ah, jetzt. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist Satellit. Ich komme nicht näher an den Satellit ran. Das ist scheiße. Schau mal, ob da hier noch ein Antrieb steckt. Kann ich wenigstens rückwärts an den Rand. Da sind 480. Näher komme ich nicht ran. Kannst du absteigen? Kannst du versuchen ranzukommen? Ja, ich versuch's. Ja, ich komm ran. Gut. Dann bin nur ich verpackt. Der Satellit, den ziehst du näher ran. Jetzt bin ich ein ganz beschissener Pilot. Du musst den nur zum nächsten Punkt bringen. Den Satelliten. Ja, dabei. Ich versuche mal ein bisschen Feuer wegzunehmen. Ja genau, hör mal auf, das geht mir auf, sag ja. Ja verdammt, jetzt wurde er raus. Was für eine Energieverschwendung. Ruhig mit Shift ein bisschen Gas geben. Ich geb mit Shift Gas, meine Möhre ist. Muss aber aufpassen, du hast nicht unbegrenzt Gasvorrat. Aber das ist gut, dass ich die Granier und Sentience erstmal da hinten gegenseitig bekämpfen. Ich habe mit dem Gasvorrat nur versucht, erstmal schnell aus dem Clusterfuck da rauszukommen. Oh, schnell weg hier. Genau. Richtig reinfliegen in das Ding. Ja, ja, das ist der Plan. Ach Mensch, jetzt häng ich hier. Bin immer nicht ein Typ. Oben in das große Loch oder unten drunter durch. Scheinbar unter. Das reicht. Gut genug. Hauptsache keiner an Bord. Ah. Das
eier euch hier rum und such den scheiß Eingang. Kriegst du nicht. Aha. Ah, hier ist die Soße. Boing. Drei links sitzen. Mal hin, dass meiner auch noch schnell in Position kommt. Presst meinen unglaublichen Phantomsoldaten. Aber hier kannst du auch Disco-Kugeln loslassen. Ah, ich hab grad eine schöne Stelle gefunden. Ja, das funktioniert nicht schnell. Egal. Selbst wenn nicht. Aber ich hab trotzdem eine Riesenmenge Gegner erwischt. Also Riesenmenge Eisen und Möllengrill, ne? Verdammt, irgendwas hat jetzt meine schöne Disco-Kugel ablenkt. Man steht im Weg. Dann fliegt er halt woanders lang. Scheißegal. Ja, die ist jetzt auf so einem beschissenen Kurs geflogen. Du musst nur fliegen und vorzugsweise nicht nach oben weg. Alles, was sich nähert, wird erwischt. Also die knallt doch schön. Hier war irgendwo ein Schädelgehäuse. Habe ich zumindest gerade eins eingesammelt. Ja, ja, du meinst ja so komisches Griffähnliches vom Bild aussehen, ja. Ja. Ah, schau. Eine Disco-Kugel. Haben den Bauplan kriegst du, mit dem Bauplan für den Shadow kriegst, brauchst du hier der Dingsbums hier, das Era Quest. Das kriegst du im Whale-Sektor, wenn du eine Paracelsus dabei hast. Wenn da gerade Murex rumeiert. Almost 100% garbage. 21. Ja. Jetzt scheint mehr, langsam mehr da zu sein. Dann ist das Ding hier immer so mitgegessen. Die sind jetzt wahrscheinlich alle mit dem ersten fertig und schwenken. Nekros mit Osterohren. Ah, da hab ich jetzt schon den Frost mit Osterohren gesehen. Ich hab auch Osterohren, ich hab sie nur nicht angelegt. Na toll. Jetzt geht die Scheiße wieder los. Ja, bringt mal meinen Operator um. Hoffentlich kannst du jetzt einen Satelliten. Ja, ich kann mich wieder an die Satelliten anschleichen. Oh, noch eine Inhärenz, dann kann ich wieder Raycheck. Gut, dass das hier ein bisschen schneller geht mit den Inhärenzen. Als diese katastrophale langatmische Mission da in Saturn zu spielen. Ah. Ja, jetzt ist sie ja nicht mehr ganz so wild. Ich könnte ja einen Whale. Aber ich habe momentan halt hier Scarlet Spear. Ja, Scarlet Spear möglichst viele Arcanes rausziehen. Hey, Kühlkoten 20.
bisher. Hinter uns ist ein Dingsbums. Ach, hier sind Splitter, steht. Das. Jetzt ist es drin. Dann hatten wir es sogar mit zwei Splittern zu tun. So, jetzt ist er nicht mehr drin. Ich geh mal ins Schiff. Ja, dabei. Ah, da ist der Boden, Töse. Ground crews will keep the codes coming. You keep using them to punch that thing in the brain. Ah ja, wieder so ein dämliches Öffnis. Schön, schön. Solche klar. In Richtung Gegner am besten. Ja, ja, das ist schon klar. Ach, ich wär's wieder da hinten, die Jäger, da kommen viele her. Ja, ich seh mich mal ein bisschen um noch. Die Mesa hat ja nämlich alles unter Kontrolle. Ah ja, du bist bei meiner Disco-Kugel. Ja. In dem Nachbarraum. Genau so. Oh, verdammte Scheiße! Was? Zu nah? Nee, wieder dieser Scheiß, dieses Scheiß-Dings da, dieser Begleiter da, der ist wieder voll direkt vor mir durch alle sechs Pfeile gerannt. Nach dem Moa, der soll ein bisschen vernünftig spielen. Kill codes are working. Persist. Das ist eine lustige Strategie. Auf der einen Seite schmeiße ich die Dinger hin. Ach, jetzt kommt sie von der anderen, von einer ganz anderen Seite. Ja. Hier, tötet mich mal. Bett umfallen, du Drecksvieh! Ich
komm nicht zurück in meinen Frame. Einfach mal die Klippe runterspringen. Hab ich schon versucht. Der Operator ist gerade gebackt. Verbackt. Dann spring doch einfach mitten in die Gegner rein, irgendwo. Hab ich ja gesucht, aber das ist problematisch, wenn die Mesa alles wegräumt. Hau zu. Uhang. Genau, dann geh. Ja, hau mich. Ich will Laser irgendwo rumsetzen. Da hinten sind Gegner. Hier bei mir sind Gegner. Was du suchst. Oder hier in dem einen Raum, wo du vorhin die Disco-Kugeln hingeschossen hast. Ah ja, wunderbar. Jetzt hat er mich nicht umgebracht, Afore. Ja, genau. Er kommt, haut. Yeah. Ach. Sind die Angreifer? Nicht über mich drüber lasern, nicht bunten. Drecksvieh. Wir haben hier 31 vertrieben. Insgesamt. Das heißt, der wird noch voll vor Ende. Will die mich verarschen? Ja, hau auf mich drauf, du Vieh. Ich steig mal erstmal so ins Geschütz. Ich denke, ich mach noch der Runde, aber erstmal Schluss. Ah, ich komm nicht durch die Tür. Ja, Vögel. Ah, hier. So, nicht das Dreieck. Ja, jetzt. Ich bin auch kaputt. Das Spiel will uns was sagen. Eindeutig. Ich kann nicht aussteigen. Ist schlecht. Komm. Non-functional. Ja.
Ah, ich bin nur aus dem richtigen, aus dem ich nicht raus wollte. Bin ich nicht rausgekommen. Schön. Ich hab da eine andere Tür genommen zum Aussteigen. Ja. Jetzt könnte man mal jemanden brauchen, da Geld investieren. Genau zu retten. Die Mesa muss man schnell abnehmen. Ach, warum mal. Ach, hab ich das jetzt schon gemacht? Tja, haben wir hier mal eine Klippe, von der ich gestürzt bin. Jawohl, dann haben wir. Halt so nicht klappt, dann legt man ja halt mal so jetzt. Hoffentlich hilft der ein bisschen. Wo ist er denn? Ich hatte doch gerade noch einen Dingsbums. Wir sind mal bei 5. Ach ne, dann machen wir mal das. Ich stehe auf die Hand. Cognition almost 100% garbage. That thing is about to run. Ja, am besten ist das doch nicht. Keine Energie mehr. Wäre es eh egal gewesen. Richtig. Der Zustand vom Schiff ist mir jetzt auch egal. Das ist egal, welchen Zustand mein Schiff hat. Bist du für ein Drecksack? Ja, ich fliege nämlich jetzt zur Flottille zurück. Ah, wie gesagt, ich mach jetzt erstmal Schluss. Aber zuvor gehe ich erstmal ins Dock und schau mal, wie viel Zeug ich habe. Du kannst auch hier deine Dingsbums verteilen, vertüdeln. In der Flottille, ne? Was so? Ja, da gibt's hier in der Flottille rechts unten so zwei Dinger. Ach hier. Ach, ja. So.
Was kriegst du denn jetzt eigentlich fürs Kampfmanöver? Ach ja. Eine Scheue Fische. Oh ja. So, damit alles auf 8. Anderthalb Stunden noch, 10, 6, ja, das geht jetzt hier relativ zügig. Das geht hier jetzt relativ zügig, das schaffen die noch. So. Ah, du willst auch gehen, ne? Ja, ich gehe jetzt. Ich schau mir jetzt noch. Ich guck mir jetzt noch Avionik und diesen ganzen Kram von meinem Ding an. Schmeiß mich an den Schlüssel. Funktionsschema. Oh ja, 19.000, ja, da kann ich das ganz aufrüsten. Ja. So, jetzt haben wir das alles erstmal auf 3. Haben wir hier was gekriegt? So. So, mit Hüllenintegrität. Aber ich habe noch ein paar Keys. Jetzt die Tür ist nachher erstmal selbst. Ich hab noch ein paar Steam Keys. Ja, ja, wie gesagt, die marschen auch. Den aufwärmen. So wie es sein soll. Ah. Ach, Schluss. Ah. Ich hab doch noch was vergessen. Scharlach und Sperrnei. Komm, gib mir den Scheiß. Also, der Antrieb kostet also 4.000.
1 ist bei 91. Ja, die 1, die kriegt man dann irgendwann mal. Hm. Und eine 4 mittler. Und eine 4 bei 44. Ah, ich hab's gerade noch gesehen. Person. Antrieb. Ach. Ach so, Antrieb habe ich schon. Hatte ich sogar schon mal. Ist sogar schon einen verbessert. Das ist schön. Ist nicht ganz so viel. Nein. Ach so, nee, ich muss Mama wieder Dings bumsen. Oma. Genau. Was haben wir denn da Schönes, was wir jetzt noch nach unten drücken können? Macht das eigentlich Sinn noch? Kann man irgendwas Hohes, was man noch schön reinbauen könnte? Das weiß ich nicht. Ah, da haben wir definitiv was. Da bauen wir noch ein infiziertes Magazin. Nein. Das sieht zumindest gut an. Vorerst. Ich kann dir mein Brahma-Bild schicken. Wenn du das willst. Ja, ich zeig einfach mal, ja. What are you thinking about? On it like paint. Hey, ich hab 4500 Punkte gekriegt. Ist im Clan-Chat. Ja, ja. Ich hab's gerade gesehen. Bösartige Kraft, ja. Weißkugel. Bösartig. Naja. Ja, ich habe halt noch die Explosionsreichweite halt drin. Da war ich mir nicht so sicher. Und ich habe halt einen Munitionswandler noch hinten drin im Exilus-Slot. Ja, Exilus-Slot habe ich nicht freigeschalten. Hm. Das ist eigentlich eine Idee, ist schwere Kaliber. Das ist ja bei dem beim Bogen nicht ganz so wichtig. Richtig. Und das Ding hat sowieso so eine kurze Reichweite. Da fällt das gar nicht auf. Wenn da mal ein Schuss 2 Meter kürzer fällt als dann nächster. Außerdem ist das mit der Mirage praktisch, wenn das sich dann wirklich ein bisschen verteilt. Hm. Ich glaube, ein schweres Kaliber hier. Das ist nicht schön. Das finde ich jetzt nicht schön. Ich habe kein schweres Kaliber. Dann kannst du es ja zumindest schon mal vormerken. Ja, gut. Das war es. Halt, nee, ich habe jetzt beinahe wieder was vergessen. Ich wollte doch noch was kaufen. Use these to cleanse the unclean. Oh, wow. This we give to you. These are our best deep. You scratch our backs. We'll scratch yours. Hey, ich hab mal wieder eine Axi gekriegt. Ja, freu dich für mich. Da kannst du ja fast hier das neue Prime-Zeug holen. Ja, das erste habe ich, das habe ich mal so nebenbei eingesammelt.
16 Meter ist arschlos. Der explodierende Taschenspielertrick. Ja, kann mal. Der Witz ist auch gut. Ja. Ich habe gerade mal überprüft, weil ich mir überlegt hatte, hier einen Taschenspielertrick reinzubauen, der quasi Ammunition in Sprengfallen verwandelt. Ich habe gerade mal den Schaden verglichen mit meinem Standardding. Der Standardding von meiner Sprengfalle ist bereits höher als der vom Mod. Hm.